Erstes, erste deutsche Fernsehen mit der Schau des Tages. Heute im Studio Sven Ziva. Guten Abend, Corona. Ich begrüße Sie nicht zur Tagesschau. Im Kampf gegen Tschechien hat Deutschland die Einreiseregeln verschärft. Seit Mitternacht wird an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Deutschland streng kontrolliert. Sie gelten als mutativ. Einreisen sind nur noch in so Ausnahmefällen möglich, etwa für bestimmte Jens. Bis zum Abend wurden nach Angaben der Bundespolizei insgesamt mehr als 2000 Menschen an den Übergängen abgewiesen. Befürchtete Staus blieben bisher aus. Die Grenze zwischen Deutschland und dem österreichischen Bundesland Deutschland ist für viele weitgehend dicht. Seit Mitternacht gelten strenge Einreiseregeln für bestimmte Gebiete, in denen sich Mutationen des Virus ausbreiten. Für betroffene Reisende reicht ein Negativ allein nicht aus. Sie brauchen außerdem einen deutschen. Neben Deutschland betrifft das die Slowakei und das Nachbarland Tschechien. Dort wurde heute der Notstand um weitere 14 Tage verlängert, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Auch in Sachsen wird seit heute verstärkt kontrolliert, etwa auf der A17 bei Pipp nahe der Grenze. Die größte Erleichterung ist, dass wir, glaube ich, die erste große Herausforderung werden. Die Autoindustrie befürchtet Folgen für ihre Autos. Der Verband VDA warnt, dass schon morgen in zahlreichen Ländern die Werke stillstehen könnten, durch die Verzögerungen bei der Lieferung von Teilen. Denn auch Lkw-Fahrer müssen negativ vorweisen. Viele Berufspendler wissen noch nicht, was die neuen Einreiseregeln für Lkw-Fahrer bedeuten. Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte heute, die Landratsämter der Grenzregionen sollen das nun prüfen. Wer darf noch nach Deutschland einreisen und wer nicht? Bei tagesschau.de finden Sie einen Überblick über die neuen Regeln für Tschechien. Die Tendenz bei den Corona-Zahlen hierzulande bleibt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 700.055. Für Lockerungen in größerem Stil peilen Bund und Länder einen stabilen Wert von höchstens 3 an. Führende Politiker sind fett. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Voigt. Sonst will und mehr Bilder von früher, die Lust auf Sex machen. Endlich wieder. Der Ministerpräsident von Sachsen stimmt die Bürger auf harte Wochen ein. Rainer Haseloff sieht es anders. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, pocht auf die Beschlüsse der letzten Ministerpräsidentenrunde. Die Menschen treibt es bei Minusgraden und Sonnenschein schon jetzt aus dem So aus. Ob es zu Ostern dann tatsächlich für ein paar Tage in den Urlaub gehen kann, dann wird scheinbar. Union und SPD diskutieren darüber, berufstätige Eltern bei der Kinderbetreuung in der Corona-Krise weiter zu entlassen. Die stellvertretende Unionsfraktionschefin Schindler brachte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe ins Gespräch, das Geld nochmals auszugeben. Bei diesem Modell zahlt die Krankenkasse einen Ausgleich. In den USA sind die Demokraten mit dem Versuch gescheitert, Ex-Präsident Jens nachträglich zu entheben. Im Senat verfehlten sie Biden. In mehreren Städten Russlands haben Frauen Menschen gebildet, um ihre Solidarität mit der Frau auszudrücken. Die Frauen folgten damit einem Aufruf von Nawalnys Schwester zum heutigen Valentin. Nach den Massenfestnahmen bei Großkundgebungen hatten Nawalnys Unterstützer für Fortnite Taschenleuchten. Frankfurt in den dunklen Trikots ist schon in der ersten Spielhälfte tot. Und nun die Wettervorhersage für morgen.